Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zum Ausblick und diesmal blicken wir voraus auf Weihnachten und zwar die Neujahrsfeierlichkeiten, die World of Warships dieses Jahr für uns in Update 0811 parat hält und wir fangen zuerst an mit dem Schneeflocken-Event, das wird nämlich wiederkommen und zwar wird es dieses Jahr so sein, dass man Work in Progress natürlich ab T5 diese besonderen Geschenke, Urlaubssiegprämien bekommt, nämlich von T5 bis T7 Schiffe 400 bis 750 Einheiten Kohle pro Sieg des Schiffs. Das kann man dann einmal wieder diese Schneeflocke runterfarmen, zumindest gehe ich davon aus, dass das so sein wird wie im letzten Jahr. Und ja, wenn man dann bei T8 angekommen ist, dann bekommt man 75 Einheiten Stahl für jedes T8 Schiff und für jedes T9 Schiff, was man im Hafen hat. Also wenn ihr jetzt gerade durch einen Forschungsbaum grindet, dann nicht dieses Schiff verkaufen, gebt es euch im Hafen auf, ihr könnt Stahl abstauben. Und dann gibt es noch die T10 Schiffe und für jedes T10 Schiff, wo man diesen Sieg dann einfährt, gibt es ein Neujahrsgeschenkcontainer, wo dann Premium Schiffe und andere nette Sachen in diesen Neujahrsgeschenkcontainern drin sein können. Also das ist schon mal sehr, sehr spannend. Man wird dann über der Zeit sehen, was da an Geschenken in diesen Neujahrsgeschenkcontainern drin sein wird. Dann seht ihr hier schon ein Bild und zwar eine Werft. Okay, was hat es mit dieser Werft auf sich? Sieht aus wie der amerikanische Hafen, den wir da schon als Premium-Hafen hatten und so weiter. Der wurde ja vor einiger Zeit aus dem Spiel entfernt. Also nicht entfernt, er wurde von einem Premium-Hafen zu einem Standard-Hafen zurückgestuft. Ja, könnte man sagen, zurückgestuft oder allgemeinheit zugänglich gemacht, wie auch immer. Ist leicht abgewandelt hier und ja, ihr seht da. Da liegt so ein Schiff, so ein Rumpf, ne? Oder da soll so ein Rumpf raufgebaut werden. Ja, und wir haben ja, glaube ich, auch schon mal berichtet davon in einem Ausblick vor einiger Zeit. In Update 0811 werdet ihr euch ein Schiff aufbauen können. Jetzt ist die Frage, welches Schiff? Das Schiff wird Puerto Rico heißen oder wie ich es nenne, Costa Rica. Ja, also ihr wisst, ne? Wer meinen Livestream schaut oder unseren Livestream schaut, der weiß, worauf ich gerade anspiele, war mal ein Wort. Findungsschwierigkeit sozusagen und naja, also wie gesagt, die Puerto Rico T10 Kreuzer der Amerikaner, mein persönliches Empfinden dazu, mega geil, kann ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich, dass dieses Schiff allen Spielern zugänglich gemacht wird und ja, aber so was Besonderes, gerade weil es auch angelehnt ist an die Alaska, ne? Viele hatten Free XP ausgegeben und haben dann sich geärgert, als es hieß, ja, Puerto Rico kommt auch und dann haben sie so gedacht, ja, pfff. Jetzt noch Kohle und ich habe vorher extra die Millionen Free XP möglicherweise sogar gekauft, um die Alaska zu bekommen und jetzt kommt dann die Puerto Rico. Oh, schade, aber es wird ein Weihnachtsgeschenk und zwar für euch alle. Jeder, der dabei mitmacht, sein Schiff fertig zu bauen, beziehungsweise seine Werft auszubauen und das bringt mich dann gleich zum nächsten Punkt. Ja, der kann die Puerto Rico eben haben. Die Puerto Rico, diese Werft, wird nur für das Update 0811 verfügbar sein. Also in dem ganzen Weihnachtsevent sozusagen. Ne, das fängt ja dann wahrscheinlich Mitte Dezember an und geht dann wahrscheinlich bis Mitte Januar, Ende Januar. Wer weiß, wie lang der Zyklus genau ist. In Russland wird ja auch Weihnachten gefeiert, sogar ein bisschen später als bei uns. Das könnte vielleicht auch mal 5 Wochen dauern, wer weiß das schon. Vielleicht ist das auch nochmal eine Überraschung und ihr habt ein bisschen mehr Zeit. Aber das Problem ist, dieses Schiff wird gebaut und zwar über einen langen Zeitraum. Der Zeitraum, das ist meine persönliche Einschätzung, wird länger sein, als der Update-Zyklus verfügbar ist. Also man braucht mal als Beispiel jetzt, der Update-Zyklus dauert 4 Wochen und er wird aber, wenn ihr nichts unternehmt, das Schiff zu beschleunigen, den Bau, wahrscheinlich 5 Wochen oder so brauchen oder einen Tag länger als der Update-Zyklus ist. Denn ihr seid angehalten, eure Werft auszubauen, Gebäude auszubauen und das könnt ihr tun, indem ihr entweder eine spezielle temporäre Ressource bekommt, nämlich Schiffsbautoken, die ihr bekommen könnt aus Containern, aus Schiffsbaucontainern nämlich, oder möglicherweise auch aus diesen Neujahrscontainern, das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, aber ihr könnt natürlich auch nachhelfen, wenn ihr jetzt so ein bisschen unter Zeitdruck seid, weil die Feiertage sind und so weiter, dann könnt ihr auch Dublonen investieren, um eure Werft auszubauen und dadurch das Schiff schneller zu bauen. Das ist eigentlich nur die Grundausrichtung der ganzen Geschichte. Ja, der Prozess kann beschleunigt werden, aber ihr müsst da eben Strukturen auf eurer Basis da bauen. Ihr könnt diese Schiffsbautoken nicht nur in Containern finden, sondern eben auch über Direktiven. Es wird 7 Direktiven geben, ja, also wieder 7 Events. Das könnte auch bedeuten, dass es sogar 7 Wochen dauert, dieses Update-Zyklus.
Ja, weil es eben Weihnachten ist und ihr merkt ja, der Update, früher war das Update immer so, dass das Ende des Monats kam. Jetzt haben sie durch diesen regelmäßigen Zyklus von 4 Wochen so ein bisschen diesen Zeitraum hat sich jetzt immer weiter verschoben. Es könnte durchaus sein, dass sie dann mit dem Update 0811 sagen, dann das Update lassen wir laufen bis Ende Januar und dann wieder in dem Zyklus drin sind, sozusagen. Das könnte ich mir vorstellen bei 7 Direktiven. Ja, also, wenn man eben diese ganzen Direktiven durchfarmt, dann bekommt man eben Schiffsbau-Token und eben auch Neujahrsgeschenk-Container und Schiffsbau-Container. Da können dann auch verschiedene andere Sachen, noch Gegenstände im Spiel mit drin sein. In diesen Schiffsbau-Containern gibt es dann auch, ja, davon habe ich leider kein Bild, eine Sammlung. Und zwar eine Schiffsbuilding Collection, so Sammlung sozusagen, besteht aus 20 Elementen und die zeigen dann auch die Phasen des Schiffs, wie gebaut wird, die Puerto Rico eben. Außerdem wird, also ich mache es jetzt, bevor ich jetzt hier ewig weiter laber, zeige ich euch einmal die Puerto Rico. Es wird nämlich eine Sondertarnung für die Puerto Rico geben, die ihr da wohl mit dazu bekommt, Fragezeichen, Work in Progress, wie auch immer. Darüber hinaus wird das Spiel mit einer speziellen permanenten Tarnung für die Puerto Rico ausgestattet sein. Gut, steht da also jetzt nicht ganz konkret, ob diese Tarnung wirklich enthalten ist in dem Bau oder ob man die dann zusätzlich irgendwie erspielen oder kaufen kann. Gut, dann wird es natürlich auch wieder noch andere Tarnungen geben. Und zwar T8-Tarnungen, die auf nahezu jeden Kreuzer anzuwenden sind. Und zwar sehen die dann so aus. Ja, das ist jetzt hier die Cleveland in der Weihnachtslackierung. Ist ein bisschen so wie Polar Express oder sowas in der Art. So sieht das fast aus. Überall so bunte Lichter dran und so weiter. Also, ja, mega spannend. Für den einen ist es vielleicht was, für den anderen, der sagt dann lieber, oh, lass mir lieber in Ruhe mit dem Kram. Das sieht ja Klimbim-mäßig aus und hat nichts mit Schiffen von damals zu tun. Ja, muss ich auch irgendwo ein Stück weit recht geben. Aber es ist eben, ja, eine spannende Geschichte. So ist für jeden was dabei. Ja, und der Hafen der USA, also New York, wird ja weihnachtlich. Ne? Hier sind dann über diese Schneedinger da dran und hier der Baum und so. Ein amerikanisches Weihnachten soll das so ein bisschen darstellen. Passt ja dann auch dazu, dass man eben einen T10-Kreuzer der Amerikaner erspielen kann. Ne? Ja, und es werden noch weitere Geschenke in Update 0811 verfügbar gemacht werden. Sobald da Nachrichten da sind, würdet ihr die natürlich hier bei uns auf dem YouTube-Kanal, beziehungsweise bei unserem Discord, auf der Facebook-Seite, je nachdem, wo ihr uns verfolgt oder wenn ihr uns überall verfolgt, verpasst ihr definitiv nichts, weil irgendwo wird es definitiv erscheinen, werdet ihr uns bei uns natürlich den deutsch übersetzten Artikel wieder sehen. Und eine Überraschung habe ich aber noch für euch, die jetzt euch sicherlich auch sehr, sehr freuen wird, weil ich wurde in der Vergangenheit immer wieder gefragt, was ist eigentlich endlich mal mit einem heroischen Kapitän? Und zwar dem deutschen heroischen Kapitän, Günther Lütjens. Und der wurde jetzt auch angekündigt, und zwar auch für das Update 0811. Er soll in diesem Update ins Spiel aufgenommen werden. So ist die Aussage von World of Warships. Und ja, wir wissen jetzt schon mal, welche Talente dieser Kapitän haben wird. Das ist also viel, viel zeitiger, als es bei Luigi Sansonetti der Fall war. Da wurden wir doch relativ lange vertröstet. Jetzt bekommen wir diese Nachricht und können direkt loslegen. Also, ich lese quasi 1:1 vor. Er wird 4 Talente haben, von denen jedes aktiviert wird, wenn eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Bändern erhalten wird. Also, und zwar werden die Sekundärnachladezeiten reduziert, und zwar einmalig reduziert, sobald man eine bestimmte Anzahl an Sekundärtreffern gemacht hat. Ne? Hinweis, deutsche Schlachtschiffe, geile Sekundär, die beste im Spiel, meiner Meinung nach immer noch. Ja, und ja, wenn man dann eine bestimmte Anzahl an Sekundärtreffer hat, wird die Nachladezeit beschleunigt. Und jetzt nochmal ein Hinweis, Legendary-Modul des Kurfürsten, Nachladezeit der Sekundär- und der Hauptbatterie wird da sowieso schon verringert, also die Nachladezeit quasi beschleunigt, ja, in dem Sinne. Und jetzt hat man diesen Kapitän da drauf und kann dann nochmal die Nachladezeit der Sekundär beschleunigen halt. Und es geht noch weiter, denn er hat das nächste Talent. Die Nachladezeit der Hauptbewaffnung wird beschleunigt, wenn man eine gewisse Anzahl an Treffern mit der Hauptbatterie, also diese Bänder für Treffer mit der Hauptbatterie, erhalten hat. Auch
Krass, also da wird eine richtige eine richtige Brawl-Maschine draus aus dem Rufus. Und das ist er jetzt schon. Und in Zukunft wird er das wahrscheinlich noch einen Tick mehr. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen gehypt. Aber ich persönlich freue mich unheimlich. Passt natürlich auch gerade zu der Schiffseinweisung, die wir vor kurzem für den Kurfürsten gemacht haben. Also, wenn ihr da nochmal reinschnuppern wollt, kann ich euch nur empfehlen. Scrollt über den Videos ein paar Videos zurück, vorne auf der Videoseite bei YouTube. Und dann könnt ihr da die Schiffseinweisung euch für den Kurfürsten angucken. Oder einfach googeln, ja. Bei uns hier auf der Seite. Ja, und dann gibt es noch Wiederherstellung der Trefferpunkte. Also auch, hört sich erst schon mal richtig krass an, bekommt man nach Erhalt des Bandes oder der Bänder aufgeklärt. Ne? Also ihr wisst ja, wenn man vorne steht, als erstes ein Schiff aufmacht, bevor alle anderen das Schiff aufgemacht haben. Oder wenn ein Schiff, ich glaube, eine Minute oder 90 Sekunden lang zu war und man dann wieder aufgeklärt wird. Dann bekommt man ja diese Band aufgeklärt. Und kann mehrfach aktiviert werden. Das heißt, die Reparaturmannschaft kann stärker und stärker werden. Ja, also hört sich mega an, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin gespannt, ob das wirklich so stark kommt. Hier stehen jetzt keine finalen Werte, wie viel Trefferpunkte wiederhergestellt werden oder wie viel mehr, wie viel Prozent oder was auch immer. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Und dann kommt noch eine Sache, wo ich das nicht so richtig einsortieren kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt noch ein viertes Talent, das hatte ich ja gesagt. Eine einmalige Beschleunigung der Flugzeugwiederherstellungszeit bekommt man für den Erhalt des Bandes Treffer mit dem Torpedo, Bomben oder Raketen. Das bedeutet, ihr fliegt mit eurem deutschen Flugzeugträger durch die Gegend, also mit den Flugzeugen davon natürlich, macht Treffer und wenn ihr eine bestimmte Anzahl von Treffern habt, werden die Flugzeuge, die ihr bei der Graf Zeppelin jetzt aktuell ja nur haben könnt, dann eben schneller wieder ans Deck geschoben, damit ihr Nachschub für eure Staffeln habt. Es ist nur ein Träger im Spiel, dafür eine separate Fähigkeit. Interessant, nehmen wir mal so hin. Könnt mir ja eure Gedanken zu diesen Fähigkeiten allgemein mal sagen. Nicht nur zum Flugzeugträger, sondern allgemein. Wie findet ihr das? Ich glaube, dass das genau der Kapitän ist, den die Deutschen als Schlachtschiffe zum Beispiel auf jeden Fall sehr gut gebrauchen können. Ich denke, das ist eine ganz eindeutige Schlachtschiffgeschichte hier mit der Reparaturmannschaft. Man kann sie ja auch was mit dem Kreuzer eventuell machen, durch die Hauptbatterie und durch die Reparaturmannschaft. Die wirkt ja da auch. Ich denke aber, das ist ganz klar eigentlich so richtig gut für Friedrich der Große oder großer Kurfürst. Und dann hat er natürlich noch Standardfähigkeiten, also diese verbesserte Fähigkeit. Das eine sind ja diese besonderen Talente und das andere sind ja die Fähigkeiten, die bei solchen Kapitänen immer verbessert werden. Und das ist hier eben die präventive Maßnahme. Das heißt, weniger Sekundärgeschütze könnten ausfallen, wenn ihr zum Beispiel die präventive Maßnahme geskillt habt. Und dann werden, wen wundert's, Elite-Schütze. Die Türme drehen schneller von links nach rechts. Also auch so ein richtig... Also das geht absolut genau in die Richtung, so ein richtiger Brawler-Kapitän. Ich bin da so wirklich, wirklich begeistert von der Idee. Sonst hatte man immer nur so eine Kapitäne, die so halb und halb irgendwie waren. Man könnte sie da oder da einsetzen. Hier, wenn man diesen Kapitän auf dem Schlachtschiff einsetzt, glaube ich, hat man hier den meisten und den größten Effekt von. Es gab nur noch einen, der so ähnlich war, und zwar den russischen, der auch eindeutig ein Schlachtschiffkapitän war, meiner Meinung nach zumindest. Aber ja. Schreibt mir gerne, wie gesagt, unter das Video, was ihr von diesem Kapitän Günther Lütjens haltet. Freut ihr euch darauf, dass der so kommt oder hört ihr, der ganz andere Talente haben wollen? Macht gerne hier konstruktive Vorschläge. Ja? Wenn ihr was anderes denkt, dass da was ganz anderes für eingesetzt werden kann. Vielleicht, ich denke ja manchmal auch nicht an alles, kann ich ja gar nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber von daher würde ich mich mega freuen, wenn ihr dazu noch ein paar Kommentare da lasst. Ja, und dann gibt es natürlich auch für den Flugzeugträger hier noch eine verbesserte Talent. Also wir hatten ja ein verbessertes Talent und eine verbesserte Fähigkeit. Genau. Und zwar verbesserter Motorboost. Das ist das, wo darum geht, dass der Motorboost länger benutzt werden kann. Also diese, ich glaube, 10% verlängert sich die Zeit da in Game, dass man den Motorboost von den Flugzeugen eben länger gedrückt lassen kann. Also diese Taste W, ne, ist das. Ja, und das war's, was wir jetzt erstmal als Vorschau für das Update 0811 für euch parat haben. Ja, und jetzt freue ich mich darauf, was ihr davon haltet. In dem Sinne, ich sage danke für eure Zeit, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Teilt gerne dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns ein Abo, lasst uns einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen. Wie gesagt, auf jeden Kommentar freue ich mich auch. Und ja, bis dahin, euer Secrets-Team, euer Andi. Ciao, ciao.